Nach langer Zeit des Wartens ist es endlich wieder soweit. Der Neuberger Fasching wird gefeiert und zwar mit viel Freude und Begeisterung. Auch die Gemeindeverantwortlichen sind zufrieden. Das ist eigentlich ein Wahnsinn, nicht? Alle zwei Jahre macht die Gemeinde Neuberg einen Faschingsumzug. Jetzt haben wir ein bisschen ausgesetzt. Jetzt haben wir heuer wieder einen gemacht. Der Bürgermeister hat sich entschuldigen lassen, keine Ahnung warum. Jetzt bin ich die Chefsekretärin natürlich, habe das organisiert und ich bin zufrieden und es ist ein Traum. Zahlreiche Wägen, unzählige Masken und Kostüme und vor allem aber die wirklich ausgelassene Feststimmung prägten diesen Fasching in Neuberg. Die Hexen sind unterwegs beim Neuberger Fasching. Was ist da drin im Kessel? Sockerl für die Kinder und ein bisschen Alkohol für unsere Erwachsene. Neuberger Fasching, eine Gaude? Ja, extrem. Was ist das Lustige dran? Warum ist es so witzig? Ah ja, weil wir alle cool ausschauen, weil wir alle gut drauf sind. Sie gehen mir ein bisschen schauen, gehen mit der anderen mit. Aber bis jetzt habe ich noch keinen zweiten Elefanten getroffen. Vielleicht finde ich noch irgendwann einen zweiten. Wir arbeiten aufs Flausein hin. Sagen, wie geil wir sind. Für das, dass ihr kein Wasser habt, fahrt ihr relativ gut, oder? Ja, jetzt leider nicht mehr. Boot ist jetzt leider schon stütz am Bruch, aber wir probieren das Beste daraus zu machen. Was war das Highlight bis jetzt? Unsere Buben mit dem Wikinger-Schiff. Ich glaube, ich habe sie eh interviewt. Sie sind hergekommen, auch mit einem Schiffbruch, den sie leiden haben müssen. Aber ob sie heimkommen, wahrscheinlich schon. Zum Abschluss des kurzweiligen Faschingsumzugs wurden dann auch die nach Meinung der Jury besten Masken prämiert. Wer dabei gewonnen hat? Ja, wir! Juhu! Atomstrom ist grün! Doch auch die anderen Gruppen und Vereine hatten ihren Spaß. Ausgeklungen ist der gesellige Nachmittag dann jedenfalls bei dem ein oder anderen Getränk, bei Würstchen und... Beim Jakobfest sind auf jeden Fall die besten Tropfen. Fasching ist sehr gut bei uns, Faschingsumzug ist immer lustig. Als Chefsekretärin habe ich auch die Ehre, im Namen des Bürgermeisters Danke zu sagen an alle Beteiligten. Es ist einfach einzigartig, die ganzen Betriebe, die Vereine haben mit da. Und die Gemeinde hat sich auch nicht lumpen lassen, hat 10-Euro-Gutscheine ausgeteilt für jeden, der was ein bisschen eine Maske gehabt hat. Und ich als Chefsekretärin bin einfach begeistert, dass das zustande gekommen ist. Danke vielmals. Und das war er, der Neuberger Fasching mit allem, was dazugehört. Uns hat's Spaß gemacht und wer weiß, vielleicht sieht man sich ja wieder beim kommenden Fasching in Neuberg an der Mürz. Ich bin